Ich habe hier was Besonderes, wirklich was Besonderes. Gib mir ein bisschen Zeit. Dieses Messer ist ein 3D gedrucktes Messer. Und zwar, der Griff ist komplett aus Titan, 3D gedruckt, made in Germany, alles made in Germany. Das Ding ist so leicht, dass es abartig ist. Und es ist so stabil, dass es abartig ist. Gib mir eine Chance, gib dem Messer eine Chance und schau dir das an, weil ich glaube, dass das hier eine neue Kategorie von Messertyp sein wird. Wenn dir das interessiert und was das ist und wo du das kriegst und ob es wirklich so stabil ist, wie der Rainer behauptet, wenn dir das irgendwie interessieren tut, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann, schön, dass du dabei bist. Dieses Messer ist abartig leicht. Made in Germany und zwar von zwei jungen Burschen. Junge Burschen, nein, so jung sind sie auch nicht. Aber viel jünger als ich, also sage ich junge Burschen zu ihnen. Ja, die UG Knives, UG Messer. Der Hinterteil ist Titanium und gedruckt. Vorne eine Klinge, die auch aus Deutschland kommt. Und dadurch ist es ein perfektes EDC-Messer. Übrigens auch 42 Akkonform für euch Deutsche. Uns ist das eh wurscht, aber egal. Liegt satt in der Hand. Einen wunderbaren Guard. Sehr schön, also mir gefällt das. Ich meine, das liegt natürlich im Auge des Betrachters, ob dir diese Struktur gefällt. Mir gefällt sie. Aber was so abartig war, als ich das erste Mal dieses Messer in der Hand gehabt habe, war, oh, das ist so leicht. Wir haben uns auf der IWA 2022 getroffen, sind mit einem großen Koffer und wollten mich am Anfang gar nicht reinschauen lassen. Ich beiß eh nicht. Dann machen sie auf und ich hatte ein anderes Messer, ein größeres Messer, aber das hier ist auch viel, das ist viel besser. Das ist. Und ich sage, ja, Burschen, das ist ein Wahnsinn. Die Welt muss erfahren, dass es das gibt. Sie haben jetzt herumexperimentiert und sehr lange getestet. Ich habe auch schon Videos gesehen. Ich teste das jetzt das erste Mal. Ich habe noch keinen einzigen Schnitt damit gemacht. Ich habe nur gesehen, was das aushält. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass dieser Titan leicht, diese Feder leicht, ja, wie wenn du nur die Klinge in der Hand hättest. Nur halt gescheit. Das gibt's gar nicht, dass das so stabil ist. Wir werden das jetzt gemeinsam ausprobieren und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Cool. Wir werden den ersten Schnitt machen bei einem grindigen Holz, nämlich einer Rotbuche, einer getrockenen. Technische Daten, Stahlsorten und all dieses Zeugs. Gebe da unten den Link, schau dir das an. Interessiert mich nicht. Vielleicht dich schon, daher schaust du dir an. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal. Ich möchte jetzt nur wissen, ob es cool ist. Ob dieses leichte Messer auch schnittig ist. Und das ist es. Das ist es. Und ich, ja, das sitzt in der Klinge, also ich muss da wirklich fest drauf drücken. Das bewegt sich in der Klinge überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie die das machen, wie das geht. Es ist super. Ah, Power Cut. Oh, das Scheiße. Ja. Ah. Ja, schneiden tut's. Es gibt natürlich auch andere Messertypen, die dann noch einmal von der Klinge her fetter sind. Und auch da habe ich, die haben das hergeprügelt, immer gedacht, das arme Messer. Ich meine, ich bin auch nicht zimperlich mit meinem Messer, aber jetzt ernsthaft, das war noch größer, fettere Klinge. Wahnsinn, was das aushält. Das hier ist ein richtiger Schneidteufel, meiner Meinung nach ein idealer Begleiter, denn das ist so die Überlegung bei mir. Ich will ja ein Messer gern dabei haben, okay, ich zumindest, vielleicht andere, die sagen, ich bin Vitrinen-Messersammler, total okay, super, aber ich möchte es dabei haben. Und möchte dann aber auch nicht einen schweren Prügel haben, ich mag das einfach nicht so gern. Außer ich habe einen Rucksack, dann ist okay. Aber jetzt direkt am Körper getragen, mag ich eher leichte Messer, weiß nicht, wie es dir dabei geht. Möchte aber trotz alledem auf Komfort beim Arbeiten und auf Stabilität nicht verzichten. Und daher glaube ich, dass besonders dieser leichte Titangriff mit dieser Klinge extrem harmoniert. Mir taugt das total. Einen schönen Guard, wirklich. Ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn kein Guard da ist. Und das ist super. Ja, Schleifkerbe mit dazu. Also das ist super. Bohren, alles cool. Wir wollen batonieren. Ich habe jetzt auf einen Hacktest bei diesem Messer verzichtet. Warum? Weil es einfach zu leicht und zu klein ist. Also klar, man kann jetzt so ein bisschen was abhacken, das ist klar, aber es hat einfach zu wenig Zug. Stabilität ist sicherlich nicht das Problem. Holzstamm! Batun! Und das ist natürlich auch, du kannst keinen Baum damit fällen, aber das hat nichts damit zu tun, dass es ein T3D gedruckter Metall-Titangriff ist, sondern einfach, weil die Klinge halt einfach
so ein kurzes. Die haben auch längere Messer, kannst du auch dickere Teile damit durcharbeiten. Ich habe nur so Angst, dass irgendwas bricht, aber auf der anderen Seite habe ich keine Angst, weil ich gesehen habe, was sie mit dem aufgeführt haben. Das Ding sitzt hier hinten so fest in der Klinge. Und die Klinge sitzt so fest im Griff. Die zwei sind so arg miteinander verbunden. Okay, so, dann nach hinten, wieder nach vorklopfen. Da ist ein Ast jetzt, ein eingewachsener Ast, an dem werden wir uns jetzt ausprobieren, weil da wird es dann immer interessant. Na okay, wird nicht interessant, das ist wurscht gewesen, das ist wurscht gewesen. So, setzen wir es einmal so an, weil da ist kein gar nichts. Die Klinge ist warm. Die Klinge ist warm. Sonst gar nichts. Machen wir gleich weiter. Einige fragen, warum klopft man hinten auf eine Klinge drauf? Macht man eigentlich nicht. Also beim normalen Arbeiten tut man das nicht. Ich will nur wissen, wenn mir jemand sagt, ich habe ein Messer, das ist so super, das wird nicht kaputt, da kann man alles damit machen, unkaputtbar, dann möchte ich natürlich auch genau das testen. Du hörst diesen Klang, diesen metallischen Klang, es ist klar, wenn ich hinten auf den Griff drauf hau, dann macht es diesen metallischen Klang, klar, weil es Metall ist. Ja? Weil es Metall ist. Wenn es Holz wäre, wäre das was anderes, klar. Aber es geht ja darum, ob das Ding... Ich bin gespannt. Gar nichts. Scheiß nichts. Gar nichts. Da tut sich überhaupt nichts. Kein Ausbruch, gar nichts. Muss ich nur irgendwie rauskriegen, so, ohne dass es mir um die Ohren fliegt, dass ich hänge an meinem Leben. Gar nichts. Du, gar nichts. Gar nichts. Ein Teil. Sitzt doch bombenfest. Gar nichts. Und so leicht. Unglaublich so leicht. Es ging mir nicht um die Klinge, weil das ist nicht der Punkt. Weil da kann man ja einsetzen, was man will. Es geht mir eher um den Griff. Da ist gar nichts. Nichts. Da ist nichts abgebröckelt oder abgeschlagen. Ja, dreckig ist es. Nix. Und rührt sich keinen Millimeter. Ich verstehe nicht, wie das geht. Noch einmal, ich verstehe nicht, wie das geht. Ich meine, ich weiß schon, wie der 3D-Drucker funktioniert. Der funktioniert übrigens anders als unsere 3D-Drucker-Sachen, die wir machen. Aber das ist nicht der Punkt. Ich verstehe nicht, warum das so stabil ineinander greift. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Ich will es auch nicht wissen. Das ist ihr Geheimnis. Sie sind draufgekommen. Das ist super. Das Messer insgesamt hat hier eine schöne Kontierung oder Kontur. Ja? Genau da in der Mitte, wo man maximalen Grip braucht. Besonders, wenn man so ein leichtes Messer hat, dieses, ja, hast du was in der Hand? Ich finde das super. Und ich mag 3D-Technologie. Aus dem Grund, weil ich glaube, dass das ein Teil der Zukunft ist, dass das ein evolutionärer Schritt wieder für uns ist. Nicht biologisch, sondern menschlich. Und menschlich ist auch biologisch. Also ist zu philosophisch. Ich glaube, dass es einfach großartig ist, wenn man, wenn man Teile daheim oder in der Werkstatt selbst drucken kann, selbst herstellen kann. Die kommen dann sozusagen aus diesem Teil heraus. Ich programmiere das, ich stelle das ein. Man muss ja auskennen, die Teile kosten auch Geld, das ist schon ganz klar. Aber dann kommt nachher ein Griff raus oder eben
sowas hier oder unsere Universalfeuerstahlhalterung oder was auch immer, das ist super. Und das wird meiner Meinung nach unseren gesamten Wirtschaftskreislauf deutlich und massiv verändern. Ja? Das wird noch dauern, aber das wird kommen. Und daher finde ich das absolut abartig und das ist super. Auch die Scheide ist gedruckt, 3D-Druck. Ja? Auch die Scheide ist im 3D-Druck, passt genau. Aber da ist mir was aufgefallen, da ist mir wirklich was aufgefallen. Also man kann leider die reine Rossmann-Universallampe und Feuerstahlhalterung nicht montieren, weil, ich bin mir sicher, dass die Burschen das sehen, weil ihr zwei kein Loch dafür vorgesehen habt, das kann ich das da nicht drauf machen. Aber Feuerstahlbedienung, Feuerstahlbedienung ist natürlich trotzdem möglich, nämlich mit dem vorderen Bereich des Messers. Und zwar wirklich gut, wirklich gut. Hier hinten ist es abgerundet, damit man da mit dem, also abgerundet, da ist es nicht so scharf, ja, das ist kein Thema. Es gibt auch kein Chimping bei dem Messen, das ist ein Wahnsinn, ne? Damit du schön arbeiten kannst. Und vorne ist es eben angeschliffen, whoop, einmal drüber, damit es eben genau diesen hier macht. Finde ich super, finde ich wirklich, wirklich super. So, also Feuerstahlhalterung, da müsst ihr ja bitte standardmäßig da zwei Löcher vorsehen, damit man die reine Rossmann-Feuerstahlhalterung drauf macht. Oder ihr macht seine eigene drauf. Ist, glaube ich, besser. Dann hier hinten ist ein Ulti-Clip, oder eigentlich das Ulti-Link. Ulti-Clip haben wir auch mit dem Programm, nämlich für unsere Messer, für den Hawk, für den Stitch, für den Raptor. Gebe ich da auch unten natürlich billige Eigenwerbung den Link. Der große Vorteil bei diesem Ulti-Link, den sie da verbaut haben, amerikanisches Produkt, ist, dass du dir das so einstellst, wie du das brauchst. Also da ist jetzt der Gürtelriemen, den sie auch selbst drucken. Habe ich jetzt schräg am Gürtel zum Beispiel. Oder nein, ich möchte es waagrecht in Scout-Variante, dann stelle ich mir das um. Oder ich möchte es wirklich aufrecht oder nach hinten. Das ist dieser Ulti-Link, eine super, super, super großartige Sache. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Alles in allem, ich werde das in den Langzeittest nehmen, das Teil. Ich werde das in den Langzeittest nehmen und ich kann nur eines sagen, ich finde es absolut großartig und jeder, der da Interesse dran hat, schau bei Ihnen vorbei. Ich kriege dafür nichts, ich bin nicht beteiligt, ich kriege keine Provision, gar nichts. Sie haben mir das Messer zur Verfügung gestellt, nur danke. Danke übrigens dafür, ja. Und ich gehe davon aus, dass ich es mal behalten darf. Wenn nicht, zahle ich dafür. Nein, ernsthaft, ja. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und noch einmal hernehmen und sowieso und überhaupt und dann noch einmal davon berichten. Es ist mir einfach wichtig, dass die Messerwelt davon erfährt, dass es das gibt. Ich finde das so super, ich finde das so großartig, dass die zwei Burschen in ihren Drucker Schrauben unser Gesicht natürlich nicht und die Klinge kommt auch nicht aus dem 3D-Drucker. Noch nicht, ja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja? Aber sonst kommt das aus deren Werkstatt und das finde ich einfach absolut, absolut abartig. Schau dir die Preise auf der Webseite an. Ich habe es mir angeschaut und die sind absolut fair. Die sind wirklich fair. Die sind wirklich fair. Also wenn du ein deutsches Startup unterstützen willst, wenn du ein deutsches Startup unterstützen willst und Messerliebhaber bist und es gibt auch größere Messer, es gibt auch in einer Sheepfood-Variante mit Tanto, mit allem drum und dran, aber das hier passt meiner Meinung nach am besten erstens einmal in den Wald und zu mir und wahrscheinlich auch zu dir und es ist auch 42A-konform für alle Deutschen. Schau sich das an. Ich finde es super. Langzeittest wird gemacht. Das war's. Wenn du Fragen hast, stell sie gerne an die Freunde von UG Tools. Ich gebe da unten den Link dazu. Bitte mich nichts fragen dazu. Ich weiß nichts. Ich finde es nur super. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, komm natürlich vorbei. Zum Beispiel zur All Day Carry Scheide oder zum Irbis oder sonst irgendwas und sowieso und überhaupt. Und echt großartige Arbeit. Großartige Arbeit. Super.